Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Euer Pfeif ist zu laut. Ihr wollt, dass diese leise ist, wenn ihr einen Film guckt oder Musik hört. Da hilft das kleine Ding. Das stelle ich euch nach dem Intro vor. Also Leute, wie bekommt ihr die Shisha leiser? Ihr braucht dafür den KS-Diffuser. Den stelle ich euch heute vor. So sieht das ganze Ding aus. Ich blende euch von nahen Fotos ein. So ist es eh verschwommen. So sieht das ganze Ding aus und wofür ist das da? Das steckt man unten ins Tauchrohr, also aufs Tauchrohr rauf. Ich habe jetzt hier ein anderes Tauchrohr von einer anderen Pfeife, natürlich nicht von der. Heißt, hier haben wir das Tauchrohr, da unten ist die Öffnung. Dann schieben wir das einfach so rauf, so sagt der Pulle in die Muschi. Ne, ihr kennt es, Freunde. Dann schiebt man das ein bisschen hoch, ne, ein bisschen weiter. Es geht ein bisschen schwer, weil es natürlich Silikon ist und das auf Stahl hoch zu machen geht ein bisschen schwer. Was geht denn das jetzt überhaupt hier so schwer? Obwohl, so reicht eigentlich schon. Nun sehen wir, dass hier so gesagt der Schutz, beziehungsweise das Kondom, drüber ist. Also so sieht das Ganze dann aus. Kann das auch noch gerade machen, wenn man will. Ich habe das jetzt in der hellblauen Variante. So, ich hoffe, man sieht es ganz leicht, dass hier so ungefähr das Tauchrohr endet. Dass hier oben ist alles Luft. Und dafür ist das ganze Ding da. Ich werde das jetzt einmal an die Shisha unten ran machen. Nun haben wir gesehen, wie das Ganze von nahen aussieht. Jetzt einmal der Test mit dem Zug, wenn man normal zieht, also von der Lautstärke. Ich habe euch da oben einmal eingeblendet. Da seht ihr, wie es beim Ziehen ist. Es blubbert sehr viel, es blubbert sehr laut. Nun stecke ich das einmal unten ran und jetzt werdet ihr da mal gleich den Unterschied merken. So Freunde, da sind wir wieder. Ich habe den Diffusor unten ran gemacht, ihr seht es oben. Ich ziehe jetzt mal einmal und wir schauen mal, wie das vom Rauschverhalten jetzt ist, also vom Blubberverhalten. Wir sehen, das Ganze blubbert weniger. Normal raucht es so weniger, mir kommt es gerade vor, als ob mehr Rauch da ist. Normalerweise raucht es auch ein bisschen weniger, weil es sind ganz viele kleine Löcher. Es kommt nicht durch das große Loch oben durch. Man hört auch alles voller Rauch hier. Man sieht auch sofort, die Blubberbläschen, die sind weniger da. Heißt, es blubbert leiser, es ist alles viel ruhiger und man kann entspannt Musik hören, man kann sich entspannt unterhalten, Film gucken, was auch immer. Und ja, also es hört sich einfach besser an. Man hat zwar das klassische Blubber nicht mehr, was ich ein bisschen schade finde, aber wie gesagt, dafür ist er ja da, dafür blubbert es nicht mehr so doll. So, was kostet das Ganze denn preislich? Also preislich liegen wir bei dem Teil um die 5 Euro für das Silikonteil. Ich habe euch den Link in die Beschreibung, könnt euch das ganze Ding mal holen bei Amazon. Und ja, also ich finde, das ist 1A. Ich habe es schon eine Weile im Schrank, ich wollte es immer schon mal vorstellen. Hat es jetzt mal vor 2 Wochen das erste Mal verwendet, bin 1A zufrieden, darauf hast du noch damit. Weil Filme gucken und Serien schauen und weiß ich was alles Musik hören, ist viel entspannter dabei. Ja, das ist der KS Diffuser. Das macht ein Diffuser, dafür ist ein Diffuser da, vor allen Dingen auch für Pfeifen, die keinen integrierten Diffuser haben, diese Genie Baba weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall die Genies Pfeife und wie die alle heißen, haben wir mittlerweile einen Diffuser. Alte Pfeifen haben das nicht. Es gibt auch Pfeifen, die haben ein dünneres Tauchrohr, da kann man das auch verwenden. Aber natürlich nicht, wo ihr so ein Baby-Tauchrohr habt. Da geht das natürlich nicht unbedingt. Höhe 5 cm und oben die Breite ist 1,4 cm, also um die Öffnung. Super Teil, ich kann es nur empfehlen. Freunde, und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt ihr mal einen Daumen nach oben, dann sehen wir uns im nächsten Shisha-Video und ja, checkt die Links in der Beschreibung. Bis dahin, euer Lulit. Ich wünsche guten Rauch.